Peter. Ich weiß nicht wirklich, ob man damit irgendwas benutzen kann. Extreme Essence. Puh, wie viele Extreme Essenzen wir schon haben. So, das sind Essence Dust. Ist Extreme Essence. Die benutzt man. Strong Essence und Strong Infused Stone plus Iron Essence. Die Iron Essence bekommt man einfach. Den macht man Weak Infused Stone. Und das macht man aus einem Diamanten. Okay. Aus einem Diamanten. Dann kommt da Coal Essence, Redstone Essence, Iron Essence oder Gold. Okay, und dann kommt Strong Essence darum. Okay. Also diese Extreme Essenzen sind scheinbar sau, sau teuer. Wieso ist da jetzt Nickel rausgekommen? 28, das sind 3 Stück plus 1. Wenn ich mich jetzt nicht. Ja, 3 Stück plus 1. Ich habe mich nicht verrechnet. Super. Was ist denn das jetzt? Nickel? Achso, Ferrus. Ja, also ist das Nickel. Scheinbar. Okay. Auch mal weg damit. Dann, was haben wir noch? Zinn. Zinnbar. Okay, Zinnbar passt da nicht. Schade, aber Iron passt daran garantiert rein. Das passt auch alles da rein. Was passiert, wenn man Rutil kommt da gar nicht rein. Schon mal schlecht oder gut, je nachdem, wie man es haben möchte. Vierundzwanzig Stück. Aus einem Lapis-Lazuli-Block. Das ist überhaupt keine schlechte Ausbeute. Entschuldigung, will ich mal so sagen. Überhaupt nicht. Habe ich mal mit 6 Lapislazuli-Blöcken mal eben so 2 Stacks Lapislazuli gemacht. Ja, ich würde sagen, das läuft gerade etwas. So, jetzt wollte ich mal gucken, ob man das Zimba-Ohr. Nein, das geht natürlich nicht. Also, das kommt da rein. Und Platin, Redstone, Kappa. Da haben wir 28 Stück, das sind wieder 3 plus 1. Denn die 9 passt dreimal in die 27 rein und 1 passt über. Genau. Ich spreche in Deutsch, eins passt über. So. Weg mit dem Zeug. Oh, das vielleicht nicht. Das kommt hier rein. So. Platin. Was sagt denn Platin uns? Passt das hier rein? Ja, cool.
Ich weiß nur noch nicht mal, was das macht am Ende. Aber es ist cool. Na? Pulver Shiny Metal. So. Iridium Blend. Okay. Shiny Ingot. Smelting. Au. Molten Platinum. Gut. Dann stecken wir das mal gleich schön hier rein und ach, das liegt auch da drin. Guck mal, was da rauskommt. Ich hoffe, ich mache jetzt natürlich nichts Falsches. So, und jetzt direkt mal gucken, wofür man das used. Platinum Seeds. Great. Platinum Main Factory. Shiny Block. Okay. Die Teile scheinen extrem, extrem teuer zu sein. Ja. Die Frage ist, wofür braucht man sowas? Usage. Also nein. Da. Ach. Thermal Expansion. Ja. Ne, guck ich jetzt, kann ich jetzt eigentlich nachgucken. Denn heute ist eh so eine lockere Folge, finde ich eher. Da werde ich erstmal alles Mögliche hinterfragen. Da. Nein. Thermal Expansion. Okay. Okay. Boah. Scheiße, Typ. Ja, ich komm ja schon. Mach bloß dich die Tür kaputt. Oh, ist schon weg. Gut. Geht auch. Ist schön, wenn du weg bist. So. Was konnten wir da noch reinstecken? Bestimmt Zinn, Nether Ore. Und, ja, das Zeug wird dann alles schön weggepackt. Was ich nicht brauche. Cobblestone. Quarz. Wir haben hier so viel Scheiß. Stone Bricks. Cobblestone. Limestone. Sandstone. Den Limestone lassen wir vielleicht mal drinne. Aber dann können wir das Zeug zumindest. Oh. Das kommt natürlich hier rein. Das haben wir ja noch nicht verarbeitet. Das Zeug kann zumindest weg.
So, das brauchen wir sonst noch nicht. Die Axt und die Schaufel können wir ablegen. Die brauchen wir im Moment auch nicht. Aber schön ist das jetzt mit dem Auto Repair. Oh. Ups. Okay, jetzt lädt. Ah, man sieht, dass ich die Sachen nicht drauf habe. Ich kann ja mal kurz. Die Render Distance auf Normal stellen. Jetzt lädt sich das da hinten auch stärker, aber trotzdem mit Optifine geht das alles besser. Muss ich nachher nochmal drauf machen. Also zumindest Optifine und Dynamic Lights und so weiter. Ob ich die Shader nochmal drauf mache. Ja, sie sehen schön aus, aber zum Aufnehmen eignen die sich eigentlich überhaupt nicht. Das ist das Problem. Vor allen Dingen nicht mit dem Prozessor, den ich hier drin habe, denn ich bin, wie ich schon öfters gesagt habe, ein treuer AMD-Fan. Und auch wenn ich 8 Kerne habe, nutzt Minecraft inklusive Shader und so weiter alle nur 2 Kerne aus. Und das reicht leider, also die Leistung reicht da nicht für Aufnehmen in 30 Frames, sondern nur in 24, und das sieht dann schon auch schon arg ruckelig aus. Deshalb muss ich mich jetzt entscheiden, was ich wieder hier rein baue. Komm raus.